Habe ich das so richtig verstanden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das System generell richtig verstanden habe. Das sollte 90 Grad sein, das ist das perfekte Manöver. Ja, theoretisch, wenn das so klappt, schau mal her. Wir würden jetzt hier nur ganz wenig, 1 Minute 23, wir müssten da ordentlich Sprit raushauen, aber wir würden diesen Vorbeiflug hinbekommen. Du fliegst bei einem Encounter immer am Mond vorbei. Ja, die Frage ist nur, ob, wenn ich das jetzt richtig verstehe, komme ich vor dem Mond raus, so wie das aussieht. Ja? Also ich komme davor vorbei. Nicht irgendwie, dass ich hier den gar nicht sehe, sondern ich fliege hier wirklich diese Linie drauf, oder? Das müsste doch klappen. Ein bisschen mehr Schub, damit du hinter den Mann kommst. Okay. Also Jens meint gerade, wenn ich mehr Schub gebe, komme ich dahinter. Du musst bremsen beim Mond. Immer. Okay. Ja, na klar. Wenn ich drauf zufliege, kann ich dann bremsen und dann komme ich quasi in den Orbit um den Mann. Das ist quasi so dann, ne, wenn ich davor bin. Dahinter müsste ich beschleunigen, damit ich den rumkriege. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Genau. Jens meint das auch gerade, wenn ich dann quasi beim Mann dann dort bin oder in der Nähe bin, mache ich einfach ein neues Manöver, damit ich reinzirkel. Habe ich ja bei der Erde auch schon gemacht. Fokussiere die Kamera auf den Mond. Ja, das ist bloß gerade unpraktisch, weil dann bin ich hier drüben. Ne? Aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, warte mal kurz. So müsste ich das doch eigentlich treffen. In einem Jahr. Dann siehst du mehr, okay. Aber ich kann den ja jetzt hier auch nicht schieben. Und das Blöde ist, ich sehe halt tatsächlich Mann Flucht. Schöne Flugkurve. Passt, Joshua? Wirklich? Klicke auf den Mann und dann auf Ansicht zentrieren. Dann siehst du mehr. Genau. So, wir kommen jetzt quasi hier unten ein bisschen unterhalb durch. Das ist unsere aktuelle Flugbahn. Und hier haben wir eine Begegnung in 4 Stunden theoretisch. Okay, wir machen das jetzt einfach. Wir brennen das Ding jetzt eiskalt durch. Wir müssen in 10 Minuten müssen wir hier Schub geben. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich aktiviere mal schnell unsere Antenne. So, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Sicht auf das Ganze, auf die Dinge. Ja? So, 10 Minuten haben wir to go. Dann versuchen wir das jetzt mal so ein bisschen durchzuziehen. Eine Minute, so 1:30 rum muss ich ungefähr brennen. So. Du kriegst immer eine Flucht, außer du bremst. Ja, genau. Okay, dann passt das. Dann habe ich das richtig kapiert. So, wir kommen jetzt rum, meine Freunde. Stopp, bevor wir das machen. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich brauche noch neue Musik. Nein, das wollte ich nicht. Vier Minuten. Meine Lieben, jetzt wird's heiß. Jetzt gucken wir mal, ob das noch funktioniert heute. Mann und zurück. Okay, letzten Minuten. Das ist exorbitant. Meinst du, die Flugkurve ist zu heftig? Meinst du, die ist zu heftig? Hier rüberwärts? Du kannst bis zum nächsten Manöver, weil du auf den Orbit hinter dem Manöver klickst. Ach, das habe ich schon mal gesehen, ja. So, aber wir machen das. Ja, wir müssen jetzt. Ups. Okay. Was wären bei einem normalen Mann
bei einer normalen Mann-Umkreisung, was wären da eigentlich die perfekte, wie soll ich sagen, was wäre denn da die perfekte, der perfekte Spritverbrauch quasi? Wo ist ein Körben? Da. Aber wir sind im Dunkeln, da sieht ja gar keiner was. So, die zwei Hitzeschilde sollen uns dann beim Wiedereintritt ein bisschen helfen. Die letzten paar Sekunden. Ich hab's ein bisschen verschätzt. Und jetzt gehen wir mal runter. Wie schaut's aus? Jetzt haben wir, glaube ich, keinen richtigen Encounter, oder? Na doch, wir haben hier eine Mannbegegnung drauf. So, jetzt müssen wir eigentlich rückläufig drehen, oder? So quasi. Damit wir wir die Achse wieder reinbremsen können, wenn wir dort sind. So, Sonne geht auf, meine Lieben. Jawohl. Guten Morgen. Ich habe es mit 600 bis 700 Meter die Sekunde geschafft. Okay. Na gut, das sei meinem Anfängerwesen geschuldet. Also hier sind wir auf einer Mannbegegnungsbahn. Okay, also wir kommen der Sache jetzt wohl näher. Okay, wir gucken mal. Wir können nicht landen, das geht noch nicht, aber die... Spule bis zum Mann vor. Ja, das könnten wir mal probieren. Okay. So. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt sind wir ja schon relativ gut dabei. Manöver hinzufügen. Was war das jetzt? So. Lass mal schauen. Ich will ja eigentlich... hier brennen, oder? Was passiert, wenn ich jetzt... Pass auf, ich mache jetzt mal dieses Manöver raus. Ich probiere das jetzt mal von der Hand. Wir müssen jetzt eigentlich genau Rückflug machen und Schub geben, richtig? Wenn du nicht landen willst, war's das. Pass auf. Wir sind ja schon nah dran. Jetzt mache ich mal einen Crew-Report. Bringt uns aber nichts. Also sind wir noch nicht nah genug dran. Dann kriegen wir ein bisschen wissenschaftlichere Sachen. Das bringt uns aber auch nichts. Ich würde gerne einen Mann-Orbit schaffen. Pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Du bist noch im Kerbin Orbit, ja, das denke ich mir. Jetzt gebe ich mal leicht in diese Richtung Schub. Dann müssten wir ja mehr die Achse hier rüber verlegen. Okay, probieren wir es mal.
Ich finde das gerade sehr irritierend, dass ich meine eigene Flugbahn gerade nicht sehe. Sehe ich die von hier aus? An der Periapsis bremsen. Ach, wir fliegen hier lang, okay. Ah, okay. An der Periapsis bremsen, also rückläufig dann quasi. Ist das diese Flugbahn? War echt? Real? Ja, tatsächlich. Okay, pass auf. Manöver hinzufügen. Bremsen. Da müssen wir ja rumkommen. Ja! So, dann fliegen wir jetzt eine enge Kurve rein. Dass wir so ein bisschen in den niederen Mann-Orbit kommen. Mal so 115.000. Wie viel ist denn da in Ordnung? 60.000? Ist das ein bisschen arg nah dran? Was ist denn okay da? Nicht beschleunigen, okay? Alles klar. Mach da nicht. Tust du auch. Ja. Fliegst aus dem Mond wieder raus, okay? Was sind da die optimale? Du musst noch warten. Ja, ich weiß, okay. Bis die Periapsis. Alles klar. Mann, Periapsis. Und da haben wir die Apeapsis. Okay, alles klar. Jetzt pass auf, wenn wir das jetzt sagen, wenn wir sagen, wir machen das so auf 64 Kilometer Höhe, Mann, Periapsis, wäre das doch eigentlich ein Deal, oder? Auf 100 Kilometer, da bist du über den Bergen. Auf 10 Kilometer. Echt? 10 Kilometer? So, jetzt schauen wir mal, 32, 10 Kilometer ist doch ein Witz, oder? Ihr veräppelt mich doch. Da rumpel ich doch voll da rein. Bis 20.000 ist schon okay. Okay, alles klar. Machen wir mal noch ein bisschen Schlückchen. 16 meine ich. 18. 20, ist okay. Wegpunkt ausrichten. Schub in einer Stunde. Na, das machen wir nicht. Sonst wären wir heute nicht fertig. Kleine Schwerkraft. Ja, das stimmt schon, klar. Aber ich will nicht zu nah ran. Boah, Mondaufgang quasi, meine Lieben. Okay, wir nähern uns dem ganzen Gerät. Ich hoffe, wir haben noch genug Sprit, um dann wieder zurückzukommen. Ich glaube euch das schon. Ich glaube euch das schon, dass ihr da auch wisst, was ihr tut, ne? Aber ich habe da halt echt... es fühlt sich einfach falsch an, so nah ranzugehen. Für mich jetzt als Laie, ja? Ich bin ja nur so ein Laientyp. Fühlt sich das einfach irgendwie... bloß nicht. Nicht, dass alles schief geht. Explosionen. Boom. Ja, genau. Der meistbenutzte Begriff in diesem Stream ist Boom. Oder Kabum. Explosion. Irgendwie so. So, komm, die letzten Sekunden ziehen wir jetzt noch durch. Eine Minute. Ich warte jetzt noch so bis eine Minute runter und dann Feuer frei, meine Lieben, ha? Okay. Implosion. Implosion wäre auch eine Möglichkeit. Kriegen wir auch noch hin. Beim Landen dann. Jebediah hat gute Laune, ich sehe das schon. Okay, dann zünden wir die Maschine, meine Lieben. Feuer frei! Wie schaut's aus? Yay! Okay. Jetzt könnte man dann noch um die Periapsis runterbremsen. In die Richtung. Und da hätten wir halt hier einen sauberen Mondorbit. Oder?
Nee, warte mal, jetzt habe ich irgendwas falsch gedrückt. So, jetzt hätten wir hier einen 100er Orbit, das ist zu viel. Wenn ich so weiter runter gehe, kommen wir hier auf 56 zu 27, das ist okay. 40, 23. Was haben wir hier jetzt? 33 zu 11. Na, ist mir ein bisschen arg. 17. 21. Okay, das könnten wir noch machen. Das sind 11 Sekunden Schub. Okay, ausrichten. No risk, no fun. Das wäre aber Verschwendung. Ja, okay. Jetzt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich weiß noch nicht, ob ich das... Ja, komm, wir brennen das nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Nein, Moment, nicht brennen. So, wir gehen jetzt an den Orbit ran und machen dann unsere Sachen und düsen dann wieder davon. So, gucken wir mal, ob die Mystery Goose was bringen. Yay, die bringen was. Die bringen was, okay. Dann machen wir hier nochmal einen Crewbericht. 10, den können wir auch senden, oder? Das sollte ja kein Problem sein. Tatsächlich. Dann können wir den EVA machen. Nehmen wir mit. Boarding. Okay. Pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Und zwar, wir gehen noch ein bisschen vorwärts. Wir sind nämlich noch sehr weit weg. Opa, grüß dich, Mensch. Ich hab dich gar nicht gesehen. Hallöchen.